Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die freundliche Einführung, liebe Frau Flick. Es ist eine große Freude, hier zu sein und über dieses Thema zu sprechen, wie Sie das ja schon zu Recht erwähnt haben, dass wie kein anderes im Moment mit Scheitern oder zumindest mit der Möglichkeit des Scheiterns zusammengebracht wird. Das gilt nicht nur für die Finanzkrise oder man muss ja sagen für die verschiedenen Finanzkrisen, mit denen wir es schon seit einiger Zeit zu tun haben. Die Krise im Euroraum ist inzwischen in ihrem vierten Jahr. Wenn man ein bisschen breiter und weiter zurückschaut, die Krise, die im amerikanischen Immobiliensektor begann, ist schon fast 6 Jahre oder ist jetzt über 6 Jahre her. Wir haben generell zwar eine Ruhe und ich würde aber behaupten, vermutlich eine trügerische Ruhe, was die gegenwärtige Situation betrifft, dadurch, dass die Europäische Zentralbank oder die Zentralbanken allgemein, Sie nannten Mervyn King, viel getan haben, um für Ruhe zu sorgen, ohne dass allerdings die wirklichen Probleme schon nachhaltig gelöst sind. Das Rechnen mit dem Scheitern geht aber weiter zurück. Das ist also kein originäres Thema, das nur aus der jetzigen Finanzkrise erwächst, sondern es geht zurück und es ist in gewisser Weise ein Kernelement jedes Handelns und jedes Nachdenkens in Finanzmärkten. Das heißt also als Beispiele, ein Aktionär, der Kapital an ein Unternehmen gibt, wird sich sehr genau überlegen, welchem Unternehmen er Kapital zur Verfügung stellt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass dieses Unternehmen Insolvenz erleiden könnte. Genauso ein Gläubiger, zum Beispiel der Käufer einer Anleihe, wird sich sehr genau überlegen, wie sicher es ist, dass die Zahlung zurückbekommen wird. Genauso hat sich eine ganze Industrie entwickelt, über die wir teilweise schon gehört haben, Ratingagenturen, Analysten, alles Aufgaben, die letztlich damit verbunden sind, das Risiko von Finanzanlagen zu kontrollieren, zu überprüfen und letztlich Empfehlungen abzugeben, basierend auf den Einschätzungen, den Meinungen, die sich ergeben. Die grundsätzliche Thematik in Finanzmärkten ist letztlich die, und das kann man erstmal sehr konkret fassen, das Zusammenspiel von Risiko und Rendite. Das heißt, dann, wenn man ein höheres Risiko eingeht oder eingehen möchte, dann würde man auch eine höhere Rendite erwarten. Und andersrum, wenn man einen Anleger dazu bringen möchte, ein höheres Risiko, eine riskantere Anlageform zu wählen, dann sollte man diesem Anleger auch ein höheres Risiko zur Verfügung stellen. Das ist relativ nachvollziehbar und es basiert letztlich auch auf Einsichten, die, ich würde nur sagen, aus dem Alltag kommen können. Letztlich sind Finanzmärkte immer daran interessiert und diejenigen, die in Finanzmärkten agieren, Scheitern nach Möglichkeit zu verhindern und wenn das Scheitern eintritt, dann möglichst wenig Schaden einzugestehen oder möglichst wenig Schaden zu verursachen. Dadurch gibt es ein paar Grundsätze, die Finanzmärkte, die Finanzakteure oder Akteure in Finanzmärkten und auch die Regulierer sich überlegt haben, mit denen man Scheitern zurückstellen kann. Und das Erste ist, und das ist dieser Grundsatz, dass derjenige, der das Risiko trägt, auch die Rendite erhalten soll. Man kann das aber auch andersrum formulieren. Derjenige, der das Risiko eingeht, der sollte auch die Rendite erhalten. Das heißt also zum Beispiel, im Fall der Gründung eines Unternehmens ist es für den Unternehmensgründer immer mit dem Anreiz verbunden, dann auch die Rendite aus dieser Unternehmensgründung zu erzielen. Die Möglichkeit des Scheiterns, das wurde ja auch schon kurz angesprochen, ist also ein besonderer Katalysator dafür, sich besonders anzustrengen, besonders großen Einsatz aufzubringen und das Unternehmen möglichst nach vorne zu bringen. Das heißt aber für Finanzmärkte insbesondere, dass es einen sehr hohen Anreiz gibt, zu diversifizieren. Das heißt nicht im Englischen not to put all eggs into one basket, also nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern ein möglichst breites Portfolio zu wählen, um nicht überrascht zu werden von dem Ausfall eines einzelnen Eis, wenn man sich genau auf das Falsche konzentriert. Das Interessante dabei ist, das Entscheidende dabei ist, und das ist letztlich der Grundbestandteil der gesamten Finanzmarkttheorie, ist, dass die Kompensation für Risiko sich immer nur auf den Teil bezieht, den man nicht durch Diversifizierung ausmerzen kann. Also das heißt, wenn heute zum Beispiel die Sonne scheint und ich mein Geld ausschließlich und dann unglücklicherweise in Regenschirme investiert habe, dann kann ich keine Kompensation für dieses Risiko des Sonnenscheins erwarten, weil ich dieses Risiko des Sonnenscheins dadurch
kompensieren kann, dass ich sowohl in einen Hersteller von Regenschirmen als auch in einen Hersteller von Sonnenschirmen investiere. Das heißt, das Einzige, wofür ich wirklich im Risiko kompensiert werden sollte, ist die Tatsache, dass zum Beispiel die Kaufkraft nicht mehr ausreicht, generell um Sonnenschirme und Regenschirme zu kaufen. Der letzte Punkt, und das ist ein ganz entscheidender, der auch schon mal anklang, ist der, dass natürlich trotz all dieser Diversifizierungsstrategien es wichtig ist, Puffer einzubauen. Das heißt, dann, wenn es nicht mehr funktioniert, die Risiken zu minimieren, sollten Puffer da sein. Das ist so das, was Donald Rumsfeld so berühmt zusammenfasste, Vorsorge zu treffen für die Unknown Unknowns. Also das heißt für die Ungewissheit, die es nach wie vor gibt. Und das ist insbesondere, ich komme da gleich noch drauf zurück, ein Bereich, der natürlich im Bereich der Eigenkapitalanforderungen bei Banken eine große Rolle spielt. Das ist in gewisser Weise die ideale Welt. Das ist also die Welt, wie sich die Finanzmarkttheorie seit 40 Jahren mit dem Scheitern und dem Rechnen mit dem Scheitern auseinandersetzt. Die grundlegende Frage ist nur heute, stimmt das eigentlich noch? Sind wir wirklich noch in einer Welt, in der genau dieser Zusammenhang von Rendite und Risiko gilt? Oder ist es vielmehr so, dass es heute möglich ist, Renditen zu erzielen, ohne das Risiko später tragen zu müssen? Das heißt, Renditen zum Beispiel in Investitionen bei Banken, bei Staatsanleihen zu erzielen, ohne hinterher ein Risiko erleiden zu müssen, dass es auch zu einem Ausfall dieser Anleihe kommen könnte. Das heißt also, dass es unerheblich ist, ob diese Strategie sich jetzt als positiv oder negativ erweist. In jedem Fall ist gesichert, dass das Kapital zurückgezahlt wird. Andersrum gefragt, müssen wir überhaupt noch mit dem Scheitern rechnen, wenn wir uns Investitionen in Finanzmärkten anschauen? Und was bedeutet das, wenn wir genau wissen, oder wenn einige zumindest wissen, dass es kein Scheitern mehr in Finanzmärkten gibt? Das mag jetzt sehr abstrakt klingen, ich möchte das gerne an zwei Beispielen illustrieren. Das erste ist, das kann man durchaus als kollektive Strategie bezeichnen, das sogenannte No-Bailout-Prinzip. Das heißt also, die Verpflichtung, dass kein Staat in der Eurozone einem anderen beispringt, wenn es diesem Euro-Staat nicht möglich ist, die Verpflichtungen zurückzuzahlen. Dieses No-Bailout-Prinzip müsste ja, wenn man das jetzt von der Rendite-Risikobetrachtung sich anschaut, bedeuten, dass in der Zeit seit dem Bestehen des Euro es deutliche Renditeabstände gibt zwischen den Ländern, die eine hohe Bonität haben und den Ländern, die eine weniger hohe Bonität haben. Tatsächlich findet man, dass diese Renditeabstände relativ gering waren. Dann kann man sich die Frage stellen, warum ist das so? Warum sind die Renditeabstände zum Beispiel zwischen Deutschland und Griechenland so gering gewesen? Und ein zentrales Element, eine zentrale Erklärung kann sein, dass man immer davon ausgegangen ist, dass es irgendjemanden gibt, der im Fall eines Zahlungsausfalls in Griechenland helfen wird und Griechenland aus der Patsche helfen wird. Dann ist letztlich die andere Frage, sind denn dann überhaupt die Preise, die man in diesen Märkten sieht, überhaupt noch gute Indikatoren für das, was sich tatsächlich bewegt? Oder ist es so, dass diese Preise durch staatliche Einflussnahmen oder von außen Einflussnahmen verzerrt werden? Das heißt, ist das Scheitern in diesem Fall nicht ex ante schon ausgeschlossen worden? Und was bedeutet das für die Anlageentscheidung? Das zweite Beispiel ist, dass auch das Scheitern von Investitionen in Banken in wesentlichem Maße zurückgegangen ist. Das sieht man besonders daran, dass zum Beispiel Ratingagenturen, die sich ja anschauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Rückzahlung einer Bankanleihe gibt, immer zwei Komponenten in ihre Ratingentscheidung aufgenommen haben. Eine Komponente ist die, wie inhärent stark ist eine Bank. Das heißt, wie leicht wird es der Bank fallen, diese Anleihe zurückzuzahlen. Die zweite Komponente, und das ist die bedrohliche, ist die, dass es eine Komponente gibt, die sich anschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass der Staat, in dem eine Bank beheimatet ist, im Zweifel in der Lage sein wird, die Bankgläubiger den Bankgläubigern aus der Patsche zu helfen, also Bailout vorzunehmen. Das heißt aber nichts anderes, als dass es hier auch einen Risikotransfer gibt von den privaten Gläubigern hin zum Staat, denn die privaten Gläubiger müssen nicht mehr komplett berücksichtigen, wie hoch die inhärente Stärke der Bank ist. Sie müssen sich nur darauf verlassen können, dass der Staat starke Schultern hat, um damit die Gläubiger aus dieser Situation zu befreien. Das heißt also letztlich, Scheitern wird hier ausgeschlossen, in vielen Beispielen ausgeschlossen. Das heißt aber auch, dass Risiken zulasten Dritter, das heißt zulasten der Steuerzahler, umverteilt werden. Die Frage ist also, wie kann man in dieser Krise die Einheit von Eigentum und Haftung, oder man könnte es jetzt anders bezeichnen als Risiko und Rendite, wieder herzustellen?
Und wie kann man es insbesondere schaffen, Regeln zu kreieren, die nicht nur im Einzelfall gelten, sondern die für eine Vielzahl von Fällen durchgängig angewandt werden kann, sodass jeder eine klare Erwartung von Anfang an hat für das, was an Investitionen, an Strategie in einem Finanzsystem erfolgt. Dazu würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen. Wir hören ja viel darüber, dass die staatliche Verschuldung sehr hoch ist. Und das ist sicherlich richtig, ist auch ein klarer Bruch dessen, was an Kriterien vorab vor der Einführung des Euro vereinbart wurde. Nur ein paar Beispiele. Am Ende des letzten Jahres hatte Griechenland eine Verschuldungsquote von 157%, Italien 127%, Irland 118%, Portugal 124%. Selbst das vermeintliche Vorbild Deutschland eine Verschuldungsquote von 82%. Das heißt, staatliche Verschuldung weit über den Grenzen, die damals festgelegt wurden. Es ist auch gerade für Deutschland mal ganz interessant zu sehen, dass sich hier diese Verschuldung sehr kontinuierlich aufgebaut hat, von etwa 20% im Jahr 1970 zu etwa 40% zum Zeitpunkt der deutschen Einheit, dann auf jetzt 80%. Und dieser Anstieg vor allem daher zu erklären ist, dass der Staat immer mehr ausgegeben hat, zwar immer mehr eingenommen hat, bezogen auf die Wirtschaftsleistung, aber noch mehr ausgegeben hat und die fehlende Ausgabendisziplin dazu geführt hat, dass die staatliche Verschuldung immer weiter gestiegen ist. Jetzt ist es nur so, das ist ein Punkt. Jetzt darf man allerdings nicht vergessen, und jetzt komme ich gleich wieder auf das Thema Scheitern zurück, dass diese staatliche Verschuldung nicht der alleinige Punkt ist. Die staatliche Verschuldung wird selbst von Ratingagenturen, von Analysten immer sehr schwierig einzuschätzen beurteilt. Dass es sehr schwierig ist, vorherzusagen, scheitert die Rückzahlung einer Staatsanleihe, weil es viele andere Faktoren gibt, gerade im privaten Bereich, Zahlungsbereitschaft, andere Dinge, die diese Rückzahlung gefährden können. Um das ein bisschen weiter zu veranschaulichen, wenn man sich einfach mal anschaut, wie dieses 3%-Kriterium, also die Anforderung, nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts in einem bestimmten Jahr an Neuverschuldung aufzubauen, stellt man fest, und das glaube ich nicht besonders überraschend, dass das Land, das zwischen 1999 und 2009 am häufigsten dagegen verstoßen hat, Griechenland ist, 9-mal. Ich vermute mal, dass das eine Jahr, in dem sie nicht dagegen verstoßen haben, eher mit statistischen Dingen zu erklären ist, als mit der tatsächlichen Einhaltung. Das Interessante ist jetzt aber, auf dem zweiten Platz folgen jetzt nicht die Länder, über die wir heute besonders sprechen, Spanien und Irland, sondern Deutschland und Frankreich. Im Gegenteil, Spanien und Irland haben in diesen 10 Jahren nur 2-mal dieses Kriterium verfehlt. Spanien hat sogar in den Jahren 2005 bis 2007 jeweils Haushaltsüberschüsse erzielt, war auf dem besten Wege, ein Musterschüler zu sein, was die staatliche Verschuldung betrifft. Jetzt ist die Frage, wie kann es dennoch kommen, dass Spanien und Irland dann als vermeintliche Musterschüler in dieser Zeit jetzt in eine Situation kommen, in der sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Verschuldung zu bedienen. Und das hat ganz klar damit zu tun, dass in gewisser Weise die private Verschuldung, die sich dann im Bankensektor widerspiegelt, als bedingte Verbindlichkeit für den staatlichen Sektor angesehen werden muss. Und diese bedingte Verbindlichkeit sich dann dadurch, dass diese Lasten nicht im privaten Sektor aufgefangen werden können, sich auf den staatlichen Sektor übertragen und dann in sehr schneller und kurzer Zeit die Lasten, die im spanischen und irischen Bankensektor existierten, sich auf den staatlichen Sektor ausgeweitet haben und der Staat in Spanien und Irland sehr schnell und sehr hoch eine neue hohe Verschuldung aufgebaut hat, die sich sehr schnell und dramatisch entwickelt hat. Etwas, was man bei Staatspleiten übrigens sehr häufig erlebt, dass es sehr schnell und sehr kurzfristig zu einem hohen Anstieg kommt. Das heißt, warum ist das so? Warum sehen wir diesen Zusammenhang, dass man also private Verschuldung, Bankenverschuldung als bedingte Verschuldung auch des Staates anerkennen muss? Dass also Staaten dann auf einmal in die Bredouille geraten, weil sie ihrem eigenen Bankensystem helfen müssen. Und ich würde das gerne von zwei Bereichen angehen, um insbesondere diesen Stichpunkt Diversifizierung nochmal näher auf den Zahn zu fühlen, insbesondere zu sehen, dass die Diversifizierung letztlich auf vielen Ebenen fehlte und dass letztlich keine ausreichende Risikovorsorge erfolgt ist, insbesondere wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass man das Scheitern nicht wirklich mit eingerechnet hat oder immer noch darauf gehofft hat, dass irgendjemand anders kommen wird. Das Erste, das ist etwas, was man ja jetzt sehr vielfältig liest, ist, dass Banken, anders als man das von der Theorie erwarten sollte, sehr wenig diversifiziert waren, als sie zum Beispiel in Staatsanleihen investiert haben.
Nur um ein paar Beispiele zu geben, Banken in Griechenland, Spanien, Irland, Italien haben häufig ein Vielfaches ihres eigenen Eigenkapitals in Staatsanleihen in ihrem Land investiert und haben, das muss man dazu sagen, auch durch die Maßnahmen der EZB diesen Anteil nochmal deutlich erhöht. Das heißt aber andersrum, in dem Augenblick, in dem die Staatsanleihen, die Staaten in Probleme geraten, werden automatisch auch die Banken in Probleme geraten, die einen so hohen Anteil ihres Eigenkapitals in diesen Staaten halten. Das heißt, die Regulierung, die diese Anhäufung von Risiken ermöglicht, spricht genau entgegen dem Tatbestand der Diversifizierung. Also es gibt keine Diversifizierung, sondern ein hohes Maß an Konzentration von Risiken in einer bestimmten Anlageklasse, die dann, wenn sie in Probleme gerät, auch die Banken sofort in Mitleidenschaft ziehen wird. Also das heißt, wir haben es mit einer Kausalität zu tun, die auf der einen Seite daher rührt, dass es hohe Risiken im staatlichen Sektor gibt, die dann auf die Banken ausstrahlt und die Banken in Probleme geraten. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, die Probleme der Banken kommen nicht nur aus dem staatlichen Sektor. Es gibt andere Beispiele, die aber wiederum damit zusammenhängen, dass Diversifizierung nicht so durchgeführt wurde, wie man das eigentlich hätte erwarten können, dass man zum Beispiel sehr stark in amerikanische Subprime-Produkte investiert hat, dass man sehr stark in Immobilienmärkte in der Peripherie der Eurozone investiert hat. Um einfach nur ein Beispiel zu nennen, die Sachsen-LB, die ist ja genau vor 6 Jahren die erste oder eine der 2 ersten deutschen Banken gewesen, die in Mitleidenschaft geraten ist, hat knapp 900% ihres Eigenkapitals in verbriefte Wertpapiere aus den USA investiert. Das heißt, wenn diese verbrieften Wertpapiere nur 1/9 ihres Werts verlieren, wird automatisch das gesamte Eigenkapital dieser Bank verloren sein. Und die Frage ist eben, hat das nicht genau damit zu tun, dass hier ein Scheitern nicht angenommen wurde, sondern man eher blind, blauäugig Diversifizierungsgesichtspunkte außen vor gelassen hat und einfach investiert hat. Jetzt kommt aber ein weiterer Punkt hinzu. Das heißt, wir haben auf der einen Seite damit zu tun, dass die Banken eben diese sehr hohen Lasten hatten, die dann die durch diese Staatsanleihen entstanden sind. Der andere Punkt ist aber, und das ist jetzt genau der Ausgangspunkt für meine Überlegung, dass das Scheitern nicht einbezogen wurde darin, dass Gläubigerbeteiligung bisher die komplette Ausnahme geblieben ist. Die OECD hat zum Beispiel sich angeschaut, wie häufig sind denn tatsächlich Gläubiger beteiligt worden, wenn eine Bank ausgefallen ist. Und die OECD hat in dieser Studie festgestellt, dass es lediglich 4 Staaten gibt, Dänemark, Island, Großbritannien und USA, in denen es mehr als einen Fall, also das heißt mehr als eine Bank gibt, in der tatsächlich die Gläubiger beteiligt wurden. In allen anderen Fällen sind die Gläubiger von den staatlichen Instanzen gerettet worden. Man hat also die Gläubiger aus der Situation gebracht, dass sie tatsächlich die Verantwortung übernehmen mussten für das Eigentum, das sie gehalten haben. Das heißt aber andersrum, dass mit jedem Schritt, mit dem Staaten Gläubiger retten, die Risiken für den staatlichen Sektor immer weiter gestiegen sind, der staatliche Sektor also immer weitere höhere Risiken auf sich genommen hat und man dann in einer Situation wie in Irland und Spanien landet, in der dann die staatliche Verschuldung so hoch gelaufen ist. Einfach um das ein bisschen an Beispielen zu konkretisieren. Man sollte ja erwarten, im idealen Fall, dass Gläubiger komplett oder zumindest einen großen Teil das, was sie in einem Fall des Scheiterns dieser Bank verlieren, auch tatsächlich verlieren. Es ist aber so, dass zum Beispiel in Irland nach Berechnungen nur etwa 10% des Kapitalbedarfs der irischen Banken tatsächlich von den Gläubigern aufgefangen wurde. Alles andere hat der Staat übernommen. Jetzt kann man sagen, das ist aber ein sehr schlechter Wert. Das ist in dem Sinne noch ein positiver Ausnahmefall. In Spanien ist es so, dass dieser Prozess noch sehr viel mühsamer und sehr viel langsamer erfolgt, dass also dort die Beteiligung der Gläubiger noch sehr viel schleppender erfolgt ist. Das heißt, das Scheitern der Gläubiger dort noch viel weniger realistisch war oder real eingetreten ist. Jetzt kann man sagen, eine Ausnahme ist der Fall Zypern, in dem es tatsächlich auch zu einer Beteiligung kam, also auch ein Scheitern mit eingerechnet wurde. Aber, und das ist der zweite Kritikpunkt, dieses Verfahren ja eher durch eine große Unsicherheit für alle Beteiligten gekennzeichnet war, also dass man nicht genau wusste, was passiert denn da eigentlich, man hat das nochmal revidiert und hat eine gewisse Zeit benötigt, bis man überhaupt zu einer Lösung gekommen ist. In dem Sinne eine Ad-hoc-Anwendung und keine Regeln, die jetzt auch auf Dauer Sicherheit bringen. Das heißt, in der Schlussfolgerung 2
große Punkte. Erstens, keine Gläubigerbeteiligung oder zumindest keine, die ihren Namen wirklich verdient. Und zweitens, keine klaren Regeln, nach denen diese Gläubigerbeteiligung oder diese Abwicklung dann erfolgt ist. Das heißt, man hat also auf der einen Seite eine Kausalität, die daher rührt, dass Banken in Gefahr geraten, wenn Staaten in Problemen sind, also Banken einfach zu viele dieser Staatsanleihen halten und damit in Probleme geraten, aber genauso diese Kausalität auch in die andere Richtung geht, dass man also einen Nexus hat zwischen Banken und Staaten, wenn die einen in Probleme geraten, geraten die anderen automatisch mit in Probleme und es gibt dann so eine Art selbstverstärkenden Kreislauf, der immer weiter diese Risiken voranbringt. Das ist zentral, aber jetzt komme ich noch auf einen Punkt, der mir persönlich besonders wichtig ist, der das Ganze nochmal verstärkt. Also das heißt, wir haben es nicht nur mit dem Staaten-Banken-Nexus zu tun, sondern insbesondere auch damit, dass es bei aller Diversifizierung ja immer wichtig ist, dass man seine Risiken breit streut, dass man also in einer möglichst breiten Weise versucht, Risiken auf verschiedene Bereiche zu verteilen. Das ist nur leider nicht der Fall, wenn man sich die Finanzindustrie sehr genau anschaut, denn da stellt man fest, zum Beispiel für Deutschland, dass der Großteil dessen, was Banken investieren, wiederum Investitionen sind in Wertpapiere, die von anderen Banken emittiert wurden. Das heißt also, zum Beispiel in Deutschland, dass 80% der Investitionen deutscher Banken erfolgen in Wertpapiere, die von anderen Finanzinstituten emittiert wurden. Jede Gläubigerbeteiligung kommt natürlich damit sehr schnell zu einem Ende, wenn man weiß, dass derjenige, der beteiligt werden soll, wiederum eine Institution ist, die auch unter dem besonderen Schutz steht, wo man vielleicht sowas wie systemische Risiken, über die wir noch genauer sprechen können, eine Rolle spielen, beinhaltet. Das heißt also, dass es tatsächlich dazu kommen kann, dass man Gläubigerbeteiligung allein deshalb nicht durchführt, weil es eine so hohe Gefahr geben könnte, dass es jemanden trifft, den man auch für sich wieder retten möchte. Das heißt, dieser Teil kommt so als dritter hinzu oder ein dritter Fall, in dem diese Diversifizierung, auch der Einbau von Puffern nicht ausreichend gegeben ist. Banken können Staaten in Probleme bringen, Staaten können Banken in Probleme bringen und Banken können vor allem auch sich untereinander in Probleme bringen. Das heißt, letztlich, substanzielle Gläubigerbeteiligung ist ausgeblieben. Scheitern in dem Sinne ist nicht die Möglichkeit des Scheiterns ist nicht unbedingt als real anzusehen in dieser Welt, in der eine so hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Rettungsmaßnahmen des Staates treten an die Stelle dessen, was normalerweise von Gläubigern im privaten Sektor selbst abgefedert werden sollte. Das heißt, insgesamt eine Situation, die bedrohlich ist, die vor allem auch noch nicht genau erkennen lässt, wie sie langfristig verbessert werden kann. Es gibt Maßnahmen, die überlegt werden, zum Beispiel auf europäischer Ebene, dass man darüber nachdenkt, wie man Gläubigerbeteiligung tatsächlich auch festlegen kann. Allerdings ist es so, dass diese Regeln erst ab dem Jahr 2018 wirklich greifen sollen. Und es stellt sich die große Frage, was passiert in dem Zeitraum zwischen heute und dem Jahr 2018, in dem es weitere Risiken gibt und weitere Risiken behandelt werden müssen. Das heißt, die Vorschläge sind ausdrücklich zu begrüßen, dass man in diese Richtung denkt, aber sie sind noch nicht so weit, dass sie auch tatsächlich schon angewandt werden können und vor allem auch nicht so angewandt werden können, dass sie klaren Regeln folgen und diese klaren Regeln dann auch eingesetzt werden können. Völlig klar ist, dass das Ganze nicht über Nacht geschehen kann, dass es natürlich Risiken gibt, wenn man auf einmal einen kompletten Regimewechsel vollzieht. Nur die grundsätzliche Frage, die sich ergibt, ist, kann es sich ein System langfristig erlauben, gerade ein marktwirtschaftlich orientiertes System langfristig erlauben, immer wieder das sogenannte Bailout, also das Retten durch den Staat, an die Stelle eines Bail-in, das heißt also tatsächliches Scheitern, eine tatsächliche Gläubigerbeteiligung zu stellen. Und meine Antwort darauf wäre nein. Was ist also notwendig? Was sind also so die Schlussfolgerungen oder was sind so die Ergebnisse, die man daraus erkennen kann? Erstens, es gibt nach wie vor keine klaren Regeln dafür. Es sind viele Ad-hoc-Maßnahmen durchgeführt worden, aber die Regeln fehlen und deshalb ist es umso wichtiger, klare Regeln zu erlassen, klaren Regeln zu folgen, sodass man nicht in jeder einzelnen Situation wieder von vorne nachdenken muss, wie man spezifisch mit diesem einzelnen Fall umgeht. Der nächste Punkt ist klar die Diversifizierung. Wie kann man sicherstellen, dass diese Risiken, die an bestimmten Stellen entstehen, nicht sofort durchschlagen auf andere Bereiche, sondern durch die Diversifizierung eine breitere Belastbarkeit entsteht. Das hängt insbesondere natürlich auch damit zusammen, wie man höhere Puffer
zum Beispiel Eigenkapital als konkretes Beispiel schaffen kann, sodass Schaden, der entsteht, erstmal innerhalb einer bestimmten Institution abgepuffert werden kann, ohne dass er dann gleich weitere Institutionen betrifft. Und der letzte Punkt, und das ist für mich eigentlich die Zusammenfassung des Ganzen, wie kann man letztlich dazu kommen, dass man wieder eine Situation herstellt, in der es weder explizite noch implizite Garantien dafür gibt, dass es kein Scheitern gibt. Dass also man mit gewisser Wahrscheinlichkeit heute davon ausgehen kann, dass man, wenn man Risiken eingeht, diese expliziten oder vor allem auch die impliziten staatlichen Garantien nutzen kann und sich dadurch davor retten kann, dass man keine Verluste erleidet. Das halte ich aus all der Betrachtung für die fundamentale Herausforderung, mit der Europa, der Euroraum insbesondere, sich auseinanderzusetzen hat. Insbesondere für die Banken, aber wie ich das jetzt im Bereich der No-Bailout-Klausel ja auch schon erwähnt hatte, auch für die Staaten. Dass also wieder dass die Preise, die wir dort finden, wieder tatsächliche Ausfallrisiken widerspiegeln. Dass also das Rechnen mit dem Scheitern wieder real wird. Und Scheitern nicht nur etwas ist, wo man dann im Zweifelsfall auf den Staat schaut und den Staat bitten wird, einzuspringen, wenn das eigene Kalkül nicht aufgegangen ist. Das heißt also, die Möglichkeit des Scheiterns wieder zu etablieren, ist ein zentraler Punkt, entwickelt die stärksten Anreize für jeden Einzelnen, genauer hinzuschauen, genauer darauf zu achten, wie man investiert. Und das hat insbesondere die Folge, dass damit auch ein weiterer Risikotransfer, wie wir den jetzt erleben, vom privaten in den staatlichen Sektor verhindert werden kann, um nicht weiter Steuerzahler daran zu beteiligen, was an Fehlentscheidungen im privaten Sektor entstanden sind. Vielen Dank.